Hast du einen bösen Hund oder nicht? Ganz, ganz oft erlebe ich, dass es immer eine Fehleinschätzung des Vierbeiners gibt und dann falsche Ratschläge kommen. Und genau dieses Thema will ich mich heute mal ein bisschen widmen, weil beim aktuellen Fall, was ich heute mitgebracht habe, war es auch so, dass ein Hund einfach falsch eingeschätzt wurde und gesagt wurde, du hast aber einen ganz schönen bösen und gefährlichen Hund und bevor du da hingehen kannst, sollten wir erstmal arbeiten. Und es hat über ein Jahr gedauert, ehe man mit diesem Hund überhaupt in der Nähe des Dorfes kam, wegen Fremdhunde-Begegnungsprobleme. Und unser Auftrag war heute ganz einfach gucken, was ist da los mit dem Hund, was hat er für ein Aggressionspotenzial, wie kommuniziert er, ist er überhaupt oder nicht? Warum ist das wichtig? Guck dir das Video ganz einfach an, weil es ist für viele Menschen immer ein Rätsel, seinen Hund selber einzuschätzen. Das ist logisch, weil man ist betriebsblind, man kriegt Informationen von überall, deutet viele Sachen vielleicht falsch, einfach weil die Erfahrung ja nicht da ist, was ja auch logisch ist. Blöd ist es nur, wenn du eine Einschätzung kriegst von anderen, die auch keine Ahnung haben, dann wird es ein Teufelskreis und man dreht sich Monate, vielleicht sogar Jahre im Kreis. Moins. Moin. Heute wieder Hunde gucken, was? Ja. Was steht an? Heute haben wir wieder einen schönen Termin, mehr Hundehaltung. Heute kommen zwei Hunde, sind aber ältere Kunden, die sind schon lange nicht mehr bei uns. Es geht um jeden Fall um eine ältere Tierschutzhündin, schon 13 Jahre. Und einen jüngeren Hund, der dazu kam, der Fremdhunde-Problematiken hat. Und was wir jetzt natürlich erstmal machen, ist uns einen Überblick verschaffen, was ist los aktuell, wie geht's denen, was haben sie gemacht, was haben sie nicht gemacht, wie läuft's nicht und wo können wir helfen. Und freue ich mich drauf, weil Mehrhundehaltung ist immer noch mal so ein Thema für sich. Ne? So einen Hund erziehen, finde ich immer, ist immer recht simpel eigentlich, also aus meiner Perspektive. Eine Gruppe zu führen genauso, aber da haben die meisten Menschen massive Probleme in der Gruppe. Also die zu uns kommen, ist schon klar. Wenn du kein Problem hast, dann nicht. Aber die meisten, die zu uns kommen, haben halt Probleme, weil in einer Mehrhundehaltung musst du anders denken. Hallo. Na? Na? Das ist der Nachteil im Job. So, los, ab zu. Guten Morgen. Keiner da. Die verstecken sich in ihren Räumen. Also er zeigt sehr, sehr viele Hinweise, dass er weiß, wie Hundesprache funktioniert. Sehr spannend, war erstmal ein super cooles Sozialverhalten, also total cool, hätte ich so jetzt erstmal gar nicht erwartet. Heißt aber erstmal noch nichts. Ne? Wir gehen jetzt einfach erst den nächsten Schritt raus und schauen mal, was unser Jackie und dann, was unsere richtigen Hunde bei ihm auslösen. Und vor allen Dingen dann, wenn wir mit der Gruppe agieren. Ja? Weil manchmal ist ein Hund alleine so klein mit Hut und sobald der zweite Sozialpartner dazukommt, lohnt es sich zu kämpfen. Entscheidend bei Einschätzungen ist halt immer, viele Situationen zu stellen, weil es heißt immer nicht, nur weil das gut aussieht, das ist es jetzt und das nicht. Und dann muss man auch mit diesen Menschen immer sprechen. Lass uns erstmal weiter, weil gleich kommen. Du musst halt auch immer wieder mit den Menschen sprechen. Wo gibt es Parallelen im Alltag? Wie ist denn das da? Wie ist denn das da? Wie ist denn das da? Weil noch einmal nur so eine Stunde hier ein paar Tests machen und irgendetwas einschätzen, das ist natürlich nicht zwangsläufig die Wahrheit. Natürlich haben wir jahrzehntelange Erfahrung und tausende Hunde gesehen, aber trotzdem ist es dann doch immer noch mal was anderes. Ne? Also wie es zu Hause abläuft und so weiter und so fort. Ja, wieder nichts passiert, also nicht dolle. Jetzt holen wir die Hündin und schauen mal, was jetzt passiert.
der Kamera gefunden? Sehe ich gut aus mit der Kamera? Sie sind Journalist. Zeigt die Hündin jetzt mehr als der Rüde oder? Naja, sie ist schon fast blind, ne? Schon sehr, sehr alt. Also ist natürlich ein bisschen aufgeregt. Die Rute trägt sie einigermaßen hoch, aber auch eher unauffällig. Also beeindruckt beide nicht so. Jetzt brauchen wir richtige Hunde. Stehen ist immer Gift, Bewegung ist immer besser. Sobald man steht, entsteht Spannung. Sobald man sich bewegt, ist ein bisschen mehr Lockerheit drin. Jetzt haben wir die gute Leica am Stand. Ach, jetzt. Na, hallo. Das hat aber gedauert. Ja. Ja, also viel Anspannung im Gespräch, ne, bei beiden. Er ist aber recht nett dabei. Die Rute zeigt jetzt schnell an. Oh ja, ist ein Männchen. Weiter geht's. Jetzt kommt der böse Hey Hey. Schwarzer Hund. Ja, kannst du! Schwarzer Hund, platte Nase, ist oft nicht gern gesehen. Haben wir einen unkastrierten Rüden? Rudi. Aber Rudi. Das ist doch Eddie. Ja, ich auch. Das ist so Chaos. So, hier, ne? Ich kann dir auch nicht helfen. Der will ein bisschen. Ah, hier, ne? Ich bin hier der Fisch. Spannend. Jetzt kommen unsere Hunde zum Einsatz. Also, was sagt der Fachmann? Sehr aggressiv? Nee, gar nicht. Nicht mal bei Eiermännern. Das ist jetzt nur Stimmungsübertragung, ne? Also. Sehr spannend. Also ich finde immer interessant, wie die Gespräche so unterschiedlich sind zu der Praxis dann am Ende. Also ein sehr, sehr cooler Hund. Sehr demütig, sehr zurückhaltend und bedacht dabei. Hat Spaß gemacht. Also abschließend kann man eigentlich sagen, netter Hund, ja, ich habe was ganz anderes erwartet tatsächlich. Also klar, das habe ich den beiden jetzt auch schon gerade gesagt. Ich glaube einfach grundsätzlich nicht, dass er vor 2 Jahren jetzt irgendwie übelst aggressiver war oder eine schlechte Sozialkompetenz hat. Hat er. Kann super mit Hunden sprechen. Ob es kleine Nervöse sind, Hündinnen sind,
intakte Rüden, kastrierte Rüden, alles haben wir jetzt ihm vorgestellt. Plattnasen, schwarz, groß, hektisch, klein, laut. Und nichts hat ihn aus der Ruhe gebracht. Das Einzige, was er gezeigt hat, ist Gruppenverhalten spiegeln. Aber nichts hat ihn jetzt in irgendeiner Form aus der Ruhe gebracht, dass er aggressives Verhalten zeigen muss, sich schützen muss, dass er hektisch wird, selbst wo die Hündin dabei war, nicht. Und für mich ganz klar, das ist ein stinknormaler Hund. Ein stinknormaler Hund, der vielleicht einfach mal früher ein bisschen zu energetisch war und vielleicht einfach ein bisschen gepöbelt hat, weil er noch nicht so richtig erzogen war. Aber der hat keine Artgenossenproblem. Schade eigentlich, dass man oft dann sowas falsch bewertet. Aber so blöd, wie es klingt, aber das gebe ich auch ganz einfach zu, es gibt halt sehr viele da draußen, die Hundetraining verstanden haben, aber Hunde nicht. Was ist der Unterschied? Hundetraining ist, wenn ich einen Hund trainiere. Hunde verstehen ist, wenn ich Hunde verstehe. Weil ich kann jemanden trainieren, aber ihn nicht verstehen, weil ich ein Trainingsprogramm ablaufe. Wenn ich meinen Hund aber wirklich verstehe und ihn erziehe und dann noch gewisse Sachen trainiere, dann habe ich es verstanden. Wenn du Bock hast, auch ein cooles Training zu haben, einfach um zu erfahren, wer bist du denn, wer ist dein Hund, wie ist die ganze Konstellation, kannst du es auf unserer Webseite besuchen, www.hundetrainer-stiefkaye.de.